Was ist das für ein Aristokrat, sage ich mal hier? Kollege, was ist dein Job hier? Ach gut, der ist da reingegangen. Jetzt rennen die alle nach rechts. Von links. Ja, viel Spaß. Das ist eine weite Ecke. Das ist euch klar, oder? Es ist wieder Blutmond. Oh, nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich gehe gar nicht nach rechts. Ich gucke nach links. Guck mal, der hier hinter dem Boot. Guck mal, der da. Der ist voll creepy. Der läuft mit dem Boot mit. Der slidet rückwärts. Warum? Kollege, du kannst ruhig nach rechts rübergehen. Kommen wir noch Viecher auf dem Wasser? Kommen wir noch Viecher auf dem Wasser? Das wäre echt böse. Also hier links scheint echt nichts zu sein. Das sind alles nur rechts. Ich bin gespannt, wo die jetzt hinfahren. Ob die dann irgendwie dann auch links rauskommen quasi. Da bin ich gespannt. Also ob die rechts irgendwo dann rauskommen werden. Dass die im großen Kreis quasi fahren. Da bin ich jetzt gespannt. Ich guck jetzt gar nicht nach rechts. Das wird schon passen. So. Guck mal hier, ist ja ein riesengroßes Waldstück, das ich mal hier mir ergattere. Wenn diese Bäume wechseln, müsste hier übelst viel frei werden. Hier kann ich noch nichts, ja, das ist klar. Ich galoppiere mal ganz, oh, ein Rehlein. Mal gucken, wir haben ja hier zumindest welche Schatzkisten gefunden. Ich guck mal, wie weit nach links es noch geht. Hier ist die Brücke, da war ich auch schon. Ich reite extra jetzt nicht, damit ich rückzugs dann schnell galoppieren kann. Die ganze Zeit. Für den Fall, dass hier wirklich irgendwas ist. Der rennt in die andere Richtung, warum? Gibt es da irgendwo Leute, die ich anheuern kann, vielleicht, eventuell? Ach, guck einer an. Hey, ihr zwei. Ich biete euch einen Job an. Alter, der hat später jetzt gekrallt, oder was? Gib die Münze her. Du kreist dir nicht beide Münzen. Ist nicht. Kollege. Ich hätte gerne mal irgendwie eine Uhranzeige. Oha. Okay. Hier ist das offene Meer. Lol. Okay. Oh, das ist ja cool. Das ist cool. Mhm. Ich kann mir also hier nach links zum offenen Meer durchschlagen. Da fährt jetzt das Schiff hin, oder was? Das Schiff fährt jetzt aufs offene Meer. Und dann nehmen vier meiner Leute mit. Kommen wir es dann irgendwie auf der rechten Seite an? Das würde mich schon interessieren. Hier sind zwei Leute, aber wegen den zwei Leuten brauche ich nicht nochmal nach links reiten. Obwohl, links sind definitiv keine Monster. Das ist schon mal gut. Also schon mal ein positiver Aspekt, sag ich mal. Frage ist halt, ich will krass nach rechts expandieren, weil dort halt die Gegner sind und ich die Gegner schnell überrennen will. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das denke. Hallo Boot. Die vorne auf offenes Meer, viel Spaß, ja. Sind gerade echt die zwei Bauarbeiter da mitgelaufen jetzt mit dem Boot. Beziehungsweise alle Bauarbeiter laufen die gerade echt mit dem Boot mit. Ist das euer Ernst? Tag. Ist das euer Ernst gerade? So, jetzt gehen wir mal links gucken, ob ich ein bisschen Angst habe. Aber ich gehe trotzdem mal gucken. Hier rennt noch einer mit. So, Kollegen, habt ihr Kohle? Steuer eintreiben. Ich danke vielmals. So, Kollege hinter mir, wenn rechts die Barrikade fällt, bist du schuld, wenn du langsam bist. Hättest du ja auch schon viel eher rüberrennen können. So, muss ich jetzt mal sagen, ja. Warum laufen diese Bauarbeiter-Typis mit dem Boot mit? Verstehe ich nicht. Okay, die stehen hier. Was? Die haben das überrannt. Oha.
Und es ist natürlich keiner zum Reparieren jetzt hier. Die haben jetzt komplett überrannt. Wow, die haben es wirklich komplett überrannt. Okay. Weil die Bauarbeiter-Typis nicht mehr da sind. Renn. Ich muss noch mehr Bauarbeiter. Ich brauche mehr Bauarbeiter. Von links kommt es wieder. Hier kommt einer. Also ich brauche aber auch mehr Bogenschützen. Oh, das wird jetzt nicht gut ausgehen. Ich ahne Schlimmes, Leute. Kann ich das nochmal irgendwie erweitern hier alles? Nein, kann ich nicht. Sehr schade. Ich danke vielmals. Ich würde gerne mit dem Schiff mitfahren. Ich kann das nämlich neu bauen, das ist auch kaputt gegangen. Nach links brauche ich das nicht machen. Hier kommen schon mal die zwei. Bitte Bauarbeiter und dann nicht nach links rennen, hinter dem Boot her. Nach rechts. Jetzt aber schnell. Komm, zack ich. ZZ, wir essen zeitig. Jetzt. Lauf zu, lauf zu, lauf zu. Also ich glaube, ich weiß meinen Fehler jetzt schon. Wodurch ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, die Monster zu besiegen. Denn ich habe mich zu schnell vergrößert. Weh, ihr rennt jetzt ganz nach links. Genau, ihr baut. Ihr rennt nicht komplett nach links. Es gibt genug zu bauen. Ja. Genau, schiebt es nach rechts. Perfekt. An die Front. So will ich das sehen. Ah, da kommt auch noch. Das werde ich nicht schaffen. Ich habe irgendwie gerade zu wenig Leute wieder. Guck mal, hier ist sogar kaputt. Das wird nicht repariert. Die müssen erstmal hierher kommen, alle. Oh, das geht so schief. Geht das jetzt? Ja, es wird so schief gehen jetzt. Alles klar. Ich gebe euch allen einen Tipp. Lauft nach links. Zur nächsten Mauer. Vertraut mir, das wollt ihr hier nicht erleben. Will ich es sehen? Ich will mal kurz gucken. Ich will sehen, was mein Untergang sein wird. Okay, ist zu zweit. Ich bleib mal hier stehen. Da vorne ist die äußerste Grenze. Die werden natürlich gleich durchrennen, weil die nichts aufhält jetzt. Und drei Bogenschützen halten die erst recht nicht auf. Sobald ich die ersten sehe, werde ich flitzen müssen. Befürchte ich ganz stark. In der vorherigen Nacht wurde die Nacht nach dem Blutmond. Da kam nichts, das war okay. Der Blutmond hat ja anscheinend mega reingerissen. Weil diese Idioten mit dem Schiff mitlaufen und ich weiß nicht warum. Sonst wäre es hier schon alles wieder gebaut. Ist so Quatsch, ey. Da sind sie. Ja. Oh ja. Oh. Oh. Der ist reingehupt und hat die einfach instant getötet. Lauf nicht dahin. Geh woanders hin. Geh nach links, geh nach links, geh nach links. Der ist da reingehupt und hat die instant getötet. Oh. Ja, Freunde. Nein, links. Oh, das geht so schief, Leute. Es geht so schief. Guck mal, hier ist noch alles sehr geschäftig, ne? Hier ist alles ganz ruhig. Keine Ahnung, was da kommt. Kann ich das nochmal aufwerten? Tag. 15. Sind die Viecher weg? Sind die besiegt worden? Die fahren noch? Wer hat die da hier besiegt? Der läuft noch. Okay. Wo sind jetzt die... Aha. Okay. Ich hole meine Leute quasi jetzt wieder. Die müssen alle Bogenschützen werden. Ganz dringend. Ich gehe jetzt mal in die Richtung hier.
Ne, hier ist das jetzt, ne? Hier kommen die Viecher raus. Mhm. Wenn ich die zwei wegkriege, dann bin ich schon ganz dicht an der letzten Bastion, sozusagen. Ich brauche aber mal Leute, ich habe keine Leute. Von rechts kriege ich anscheinend keine Leute mehr. Ich muss von links jetzt Leute holen. Wo sind denn die Herrschaften mit dem? Ah, hier. Die können dann gleich hier weiterbauen. Die hier könnten auch mal schneller laufen. Holt euch eure Waffen und dann los. Ab zum Dienst. Oh, ich danke vielmals. Ich danke vielmals. Oh, Klimper, Klimper, Klimper. Ein paar Goldstückchen, ein paar Silberlinge, ein paar Kupfer, Dublonen. Alles in dem Beutel. Perfekt. Geld. Danke. Steuern eintreiben. Ah, ist okay. Man kann auch mal einen schlechten Tag haben. So. Ich werde mal nach links und gucke, ob ich da vielleicht doch irgendwo noch ein paar Leute herkriege. Ich hoffe es. Ja, hier müsst ihr euch auch noch abgeholzt werden. Hier kommt ja eigentlich nichts. Also hier kann ich eigentlich ganz normal laufen. Hier sollte jetzt nichts mich bedrohen. Hoffe ich zumindest. Hier war doch irgendwo ein kleines Camp, wo es ein paar Leute gibt, die ich gerne anheuern möchte. Ja, ich bin verzweifelt. Ich brauche Leute. In meinem Reich. Daher muss ich die Gefahren auf mich nehmen und nachts die Sicherheit der Stadt verlassen. Des Camps, sagen wir es so. Stadt ist es noch nicht. Wo ist das Boot eigentlich? Ich glaube nicht, dass das Boot dann von rechts irgendwie kommt. Ich weiß nicht, was das Boot jetzt macht, warum es dann links fährt. Was da so besonders ist. Holt das vielleicht die Hilfe von dem anderen Königreich? Das wäre cool. Ah, hier sind sie doch. Zwei? Ah, das ist gut. Zwei Leute ist okay. Ich guck mal ganz kurz. Ne? Ich gehe mal ganz nach links und guck mal, wo das Boot ist. Ob es jetzt schon auf offenem Meer. Ach, hier ist es doch. Ach, guck mal. Ist er nicht auf offenem Meer? Aber wir müssen doch fast da sein, oder? Ich danke. Ich danke vielmals. Ja, guck mal, die sind fast da. Hier ist es offene Meer. Und die Königin winkt zum Abschied. Das Reh winkt auch zum Abschied. Das ist nämlich ganz cool. Ich war jetzt auf das Boot. Ha. Reh, weg, du zerstörst die Stimmung. Los, ab, nach rechts, aber zackig. Gehst du jetzt aber nach rechts. Hier, kriegst Geld. Nein, Spaß, mein Geld. Geh weg. So, wo ist das Boot? Ah, da kommt das. Ich bin gespannt, was passiert, wenn das Boot... Tag 15. Oh nee, es ist Blutmond. Und ich habe da hinten nicht mal andersweise irgendwas fertig. Das geht so schief, das geht so schief. Guck mal, hier kommt das Bötchen. Guck mal. Ach, die schieben, die ziehen das. Die ziehen das. Warum zieht ihr das? Ach so, die können wohl das noch nicht aufmachen. Solange wir hier nicht auf dem Meer sind. Ach, du Gott. Und jetzt? Hi. Hauen die jetzt alle ab? Okay, ich bezahle es mal. Habe ich es jetzt fertig? Oh. Nach 15 Tagen. Die Krone ist sicher. Ja, fertig. Jo. Das war doch das Ziel. Ich dachte, ich müsste sie besiegen. Ach, ich muss nur abhauen. Okay, na, dann ist das natürlich super. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei vielleicht einer weiteren kleinen Runde. Bis dahin. Tschüss.